Ich bin die Karin Flora Brünger. Ich bin Keramikmeisterin und Diplompädagogin. Seit 1992 habe ich meine eigene Töpferwerkstatt in Klingenmünster, mein eigenes Atelier. Dort mache ich Gebrauchsgeschirr einerseits und andererseits Kunstobjekte. Was ich entdeckt habe im Laufe der Zeit, als Einzelstücke mache ich Kunst, die ich dem Zufall überlasse, und habe unter anderem hier die Möglichkeit, jetzt seit doch schon mindestens 15 Jahren ab und zu im Kohlenmeiler, der hier in Erfweiler sehr regelmäßig einmal jährlich aufgebaut und durchgeführt wird, keramische Arbeiten reinzutun. Die sind dann 10 Tage dem Rauch und all den Mineralstoffen, die der Rauch mitführt, im Meiler ausgesetzt. Der Rauch und die Glut, die zieht an den keramischen Arbeiten entlang. Und durch diese intensive 10-tägige Einwirkung habe ich da oft sehr spannende, lüsterfarbige Oberflächen, die ich ohne weiteres sonst gar nicht herstellen könnte. Vor allem der Zufall gestaltet auch die Oberflächen sehr, sehr spannend. Es ist ähnlich wie in der Keramik. Die Keramik ist auch eine Jahrtausende alte Kultur und für die Menschheit schon immer sehr bedeutend, so ähnlich wie die Kohle. Und wenn wir das hier so zusammenbringen können, das heißt, die Kohle färbt, gestaltet die Oberflächen von meinen Keramikarbeiten, finde ich das sehr spannend. Ich lasse diesen sehr schweren Ton, der ja diese nasse Erde hat, wirklich Gewicht, den forme ich zu Dingen, die sehr leicht wirken. Ich stelle die auf ihre Spitze und stelle die dann noch auf einen Sockel, dass sie so ganz leicht daherkommen, weil es mir auch darum geht, ein bisschen an die Grenzen zu gehen. Ich lebe in einer sehr, sehr schönen Region, am Rand des Pfälzer Waldes, an der Weinstraße, und genieße sehr meinen Garten und auch die Umgebung, wie hier zum Beispiel. Ja, ich bin große Freundin für Lyrik und liebe auch Sprache. Das heißt, ich mache immer wieder Texte auf meine Arbeiten, die zum Beispiel gibt es ein Haiku zum Kohlenmeiler, das habe ich auch schon appliziert auf meine Arbeiten, und ja, das ist für mich sehr bedeutend. Dann dieses Arbeiten mit Erde fand ich schon immer sehr spannend, einfach aus einem plastischen Klumpen Erde etwas formen,
was meiner Fantasie entspringt oder auch was Nutzen bringt. Also ich liebe auch sehr einfache Schalen. Das ist wahrscheinlich das erste Produkt der Menschheit. Einfach ein Gefäß, aus dem wir essen können und trinken können. Ich denke, in unserer hochtechnisierten Zeit und Welt ist es sehr, sehr wohltuend für einen Menschen, eine Tasse oder eine Schale, in der sich so ein bisschen die Seele des Töpfers widerspiegelt, zu benutzen.